Bastian, mich würde interessieren, Du hast ja zusammen mit anderen Kollegen den Pressekompass ins Leben gerufen. Was kann man sich darunter vorstellen? Gute Frage, weil ich weiß nicht, wer hier im Raum ist, den Pressekompass kennt. Wenn man auf Spiegel Online sich ab und zu auffällt, dann kann man ab und zu so eine Art multidigitale Presseschau sich dort anschauen. Das ist quasi so ein Kompass, der auf der Webseite erscheint, und dann ist quasi der Kompass, also Nord, Süd, Ost, West, ist ersetzt durch Pro- und Kontra-Meinungen zu einem bestimmten Thema, und dann sind da so kleine Medien-Logos quasi dort eingesetzt, wo das Medium heute meinungsmäßig steht, durch einen Kommentar. Also es geht quasi darum, einen kurzen Überblick zu verschaffen, wie die Medienlandschaft sozusagen zu einem bestimmten Thema organisiert ist. Und was ist da so euer Ziel? Was wollt ihr damit erreichen? Naja, also erstmal dieser Vorwurf, die schreiben eh alle voneinander ab, dass es keine Meinungsvielfalt gibt. Das war nicht unser Ziel, das zu widerlegen, sondern es ging einfach darum zu zeigen, wie ist es wirklich. Und man muss es sich nur angucken, es ist natürlich nicht so, dass alle voneinander abschreiben, sondern man hat wirklich eine Medienvielfalt in dem Land, die sich sehen lassen kann im Vergleich zu anderen Ländern, glaube ich. Und bei aller Kritik, da können wir ganz froh sein. Professor Keber, wie sehen Sie das? Hat er recht? Schreiben die wirklich nicht voneinander ab? Ja, das, was schon interessant zu beobachten ist, und das geht vielleicht einigen im Publikum auch so, dass man schon das ein oder andere Mal meint, das, was man gerade eben bei Twitter noch gelesen hat, hat es jetzt bis in die Tagesschau geschafft. Hier gibt es natürlich schon eine Verbindung zwischen den sogenannten traditionellen Medien auf der einen Seite und den neuen Medien. Es gibt sogar Stimmen, die mittlerweile sagen, okay, die klassischen Medien, das ist unsere vierte Gewalt. Wir haben ja vorhin was von Gewaltenteilung gehört, ganz wichtig, vierte Gewalt, das heißt, die checken. Und es gibt mittlerweile eine fünfte. Und diese fünfte Gewalt, das sind die sozialen Medien. Und dann bleibt nur die spannende Frage, wie verhalten sich denn diese vierte und die fünfte Gewalt zueinander? Haben wir da so eine Art mediale Gewaltenteilung? Und das hat man ja auch ganz schön gesehen in Köln, da war zumindest der Vorwurf, die klassischen Medien kamen zu spät. Insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk musste hier viel Kritik einstecken, weil man sich die Frage gestellt hat, warum habt ihr erst 3, 4, 5 Tage später darüber berichtet? In den sozialen Medien wussten wir das alle schon, die liefen heiß. Und dann war der Vortrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil wir letztlich im Rahmen der journalistischen Berufsethik eben prüfen müssen und wir müssen checken. Und das braucht Zeit, und der erste Polizeibericht stand halt nichts. Und das wirft spannende Fragen auf. So haben die sich quasi erklärt. Unsere Frage ist aber, war das nicht vielleicht auch so, dass die einfach einen Maulkorb verpasst haben? Beziehungsweise wie sehr mischt sich die deutsche Politik vor allem in öffentlich-rechtliche Medien ein? Ja, da sind in den letzten Tagen zwei Begrifflichkeiten, zumindest eine ist geprägt worden, das ist das Reschke-Fernsehen, und das andere ist diese Konstellation beim WDR, dass angeblich eine freie Mitarbeiterin dort öffentlich bekundet hat in einem Radiosender. Naja, das war in den Niederlanden, ist es passiert, also außerhalb von Deutschland? Ja, man muss schon, wenn man beim WDR arbeitet, ich vereinfache jetzt ein bisschen, eine bestimmte Linie entsprechend auch kommunizieren, und das ist vielleicht ein bisschen die Linie der Regierung. Später hat sie das alles dementiert und hat das natürlich nie gesagt, und das ist ja furchtbar peinlich. Und es gibt natürlich diese Diskussion, wie staatsfern ist auch insbesondere unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk, und selbst unser Bundesverfassungsgericht hat beim ZDF Defizite entdeckt. Und das muss man natürlich hinterfragen, das ist wahr. Ja, bei dem Begriff Reschke-Fernsehen, da ging es ja um Anja Reschke, für die sie nicht kennen. Sie moderiert Panorama unter anderem, ist dort auch redaktionell tätig. Und der Vorwurf war eben, dass sie sehr pro Asyl, also pro Flüchtlinge auch moderiert hat. Bastian, würdest du sagen, da ist was dran? Haben die Medien generell Reschke-Fernsehen betrieben? Also genau gegen diese Generalisierungen und Pauschalisierungen muss man sich einfach jeden Tag wieder erneut zur Wehr setzen. Also Kritik ist richtig. Wie die Dame vorhin zum Beispiel hier gesagt hat, sie macht den Medien einen Vorwurf, dass zu viel Panik gemacht wird. Das ist eine Sichtweise, aber die Leute, die irgendwie für Pegida auf die Straße gehen, die sagen genau das Gegenteil. Die sagen nämlich, die Medien, alle Medien, würden viel zu harmlos alles darstellen und alles so schön Wetterfernsehen machen und Flüchtlinge sind alle toll und lieb. Und das sind alles Sichtweisen, die muss man registrieren, aber es geht letztendlich darum, dass wir eine Meinungsvielfalt
haben und die ist auch nach wie vor vorhanden. Und natürlich muss man sich den Vorwurf irgendwie gefallen lassen, die Leute sind ja nicht bescheuert. Man, natürlich merkt man, wenn jemand irgendwie eine positive Einstellung gegenüber Flüchtlingen hat, wobei ich das auch nicht so formulieren würde, weil ich glaube, dass es einfach darum geht, ein humanistisches Weltbild irgendwie zu haben und man darf sich gegen Rassismus stellen, ohne dabei irgendwie beschimpft zu werden dafür, dass man kein Rassist ist. Also das ist völlig legitim und das darf man auch verteidigen. Man muss, glaube ich, da haben wir vorhin auch drüber, im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, einfach konstatieren, dass wir viel zu wenig vermitteln, wie funktionieren Medien eigentlich. Benutzen sie jeden Tag, wir konsumieren sie jeden Tag, aber wir lernen eigentlich in der Schule, im Kindergarten, wir lernen es eigentlich nicht. Wir haben mal irgendwie ein Tageszeitungsabo gehabt, glaube ich, in der Schule, haben auch mal ein bisschen gelernt, was es für Formate und so weiter gibt. Aber es gibt die Wahrheit nicht, sondern man kann sich der Wahrheit immer nur annähern. Und deswegen gibt es auch die Objektivität nicht, auch wenn wir natürlich als Journalisten faktenorientiert arbeiten müssen. Aber natürlich ist es immer eine Selektion, es geht immer um Subjektivität und deswegen geht es darum, eine Vielfalt zu haben, dass man sich ein Bild sich selber machen kann. Und deswegen ist natürlich ein Kommentar, wie ihn Frau Wesch gesprochen hat, das ist ein subjektives Format. Natürlich, das ist ihre Meinung. Das darf sie machen und dann kann man das Reschke-Fernsehen nennen, aber in einem anderen Fall gibt es andere Kommentare und dann heißt es, was haben wir denn, Jan Fleischhauer Spaltenjournalismus, keine Ahnung, gibt es auch, also es gibt mehrere. Wir haben vorhin schon mal uns selber die Frage gestellt, brauchen wir denn diese öffentlich-rechtlichen, die großen etablierten Medien überhaupt noch, wenn doch die sozialen Netzwerke, die neuen Medien viel schneller und vielleicht auch besser sind. Professor Keber, wagen Sie doch mal bitte einen Blick für uns in die Zukunft. Wie sieht das in 20 Jahren aus? Haben wir da immer noch ARD, ZDF und Co. oder werden wir uns nur noch der neuen Massenmedien bedienen? Ich hoffe schon, dass wir weiter ein duales System haben, in dem jeder seinen Platz hat, die privaten, aber eben auch der öffentlich-rechtliche. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk nimmt bestimmte Aufgaben wahr, die man im freien Markt vielleicht ansonsten nicht finden würde. Das ist, in den Mediensystemen gibt es grundsätzliche Unterschiede. Die Amerikaner sagen, der Markt macht das. Man muss nicht künstlich Medienvielfalt schaffen, das entsteht von alleine. Und wenn Sie sich die Nachrichtenkultur in den Vereinigten Staaten anschauen, kann man die Frage stellen, ob der Markt das tatsächlich schafft. Das heißt also, ich glaube schon, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen, der muss aber auch seinen Job machen. Und dieser Job heißt informieren. Warum? Was hat das mit der Demokratie zu tun? Damit letztlich die Wähler eine Vorstellung davon haben, was passiert und ihr Kreuz richtig, frei verantwortlich, gut informiert machen können. Deswegen ist es auch so wichtig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk staatsfern ist. Ja? Das heißt also, ich finde das System an sich richtig, man muss aber wirklich aufpassen, ob die Player das tun, was sie tun sollen. Und da gibt es das ein oder andere Defizit. Wir haben noch eine Frage, die geht an Sie beide, und zwar ist das in den letzten Tagen ein echter Aufreger in Baden-Württemberg gewesen. Was passiert ist, Ministerpräsident Kretschmann und sein CDU-Herausforderer Herr Wolf, die haben gesagt, wir machen ein TV-Duell im SWR-Fernsehen, also öffentlich-rechtlich. Wir wollen aber die AfD nicht dabei haben. Die böse AfD, mit denen wollen wir uns nicht abgeben, uns nicht im Fernsehen zeigen. Und offensichtlich hat das gewirkt. Der SWR hat die AfD ausgeladen, beziehungsweise hat sie gar nicht erst eingeladen. Was ist da los? Also das meine ich, ist strategisch schon ein falscher Ansatz. Und ich meine auch, dass man als Demokrat in der Lage sein muss, sich mit allen Auffassungen zu befassen. Dass das möglicherweise auch der Job ist, sich mit allen Auffassungen. Und diese Auffassung ist da. Das kann man gut finden oder das kann man schlecht finden. Und dann muss man sich mit den Argumenten auseinandersetzen. Und mit Argumenten setzt man sich nicht dadurch auseinander, dass man jemanden auslädt. Etwas ergänzen dazu. Ich glaube, das Problem ist mit der... Gerne. Ja, Sie dürfen gerne auch applaudieren. Das Problem ist ja, wenn von Lügenpresse und sowas gesprochen wird, und in dem Fall hat es quasi... fühlen sich wahrscheinlich die Kritiker auch bestätigt. Der SWR verbietet AfD im Fernsehen sozusagen. Egal, wie man jetzt zur AfD steht, das geht eigentlich nicht. Aber das ist genau das Problem, dass ich glaube, dass wir viel mehr den Leuten erklären müssen als Journalisten oder als Medien, wie wir arbeiten. Und das ist einfach völlig intransparent gewesen. Also ich würde als
Mich wundert es als Journalist jetzt gar nicht, dass das so gelaufen ist, aber als Mensch, der einfach das nur, sag ich mal, nur konsumiert oder einen anderen Job hat, würde ich eigentlich denken, was geht? Der Kretschmann kann dem SWR sagen, ich komme nicht in die Sendung und kann den quasi diktieren, weil was soll der SWR machen? Der kann ja eigentlich nur verlieren. Also wenn er die AfD einlädt, dann ist der Kretschmann nicht am Start, dann können sie die Sendung kicken. Das kann nicht funktionieren und deswegen wäre eigentlich meine Begriffe für den SWR der richtige Weg gewesen, dieses Druckmittel, was der Kretschmann eingesetzt hat, das transparent zu machen. Aber das haben sie sich nicht getraut wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben noch eine zweite Frage, und zwar geht es um eine Umfrage. Ja, genau. Da geht es vor allem um den Begriff Lügenpresse, den Sie schon mal angerissen haben. Denn 39% aller Befragten halten den Begriff für ganz zutreffend. Und auch interessant ist, dass 53% der Befragten das Gefühl haben, von den Medien ja gar nicht so wirklich richtig über die Flüchtlinge informiert worden zu sein, dass die Medien kein zutreffendes Bild darüber liefern. Was halten Sie denn davon? Ist das nicht besorgniserregend? Dass die Leute das denken, also dass sie das formulieren. Ja, natürlich, das ist auf jeden Fall besorgniserregend. Allein schon, wenn man sich die Wortherkunft des Begriffs anschaut, der einfach im Dritten Reich liegt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es geht, glaube ich, nicht darum zu sagen, dass irgendwie jemand lügt oder so, aber man muss die Leute davon auch ein bisschen befreien, zu glauben, dass das, was sie lesen, die Wahrheit ist. Und das ist eine ganz einfache Lektion, die man eigentlich schon ganz früh lernen muss. Dass alles, was man liest, muss man hinterfragen. Und ich glaube, dass das manchmal aber auch irgendwie überdreht wurde und dass man gar nichts mehr glaubt. Und allen irgendwie vorwirft, sie würden da irgendwie lügen und manipulieren und würden beeinflusst werden. Aber dann gehen sie auf irgendwelche YouTube-Kanäle und gucken sich verschwörungstheoretische Videos an und glauben die dann. Also das hinkt einfach. Also, und man kann da, glaube ich, einfach nur versuchen, mit Bildung gegenzusteuern und auch standhaft zu sein und immer wieder, auch wenn es mühsam ist und nervig, mich nervt das auch, aber immer wieder zu erklären, wie wir arbeiten und natürlich auch sich selber zu hinterfragen, weil es ist natürlich schon was dran. Man hat, genauso wie es der SWR oder der Kretschmann vielleicht Angst hat, da irgendwie rechte Ressentiments zu schüren, habe ich natürlich auch ein bisschen eine Schere vielleicht im Kopf gehabt, weil ich Angst habe, irgendwie in eine rechte Ecke gestellt zu werden, wenn ich irgendwas sage, was aber vielleicht wichtig ist zu sagen. Und das ist ein Prozess, der ist nicht statisch, das geht voran und ich hoffe, dass das alles jetzt nicht in eine falsche Richtung ist, sondern dass es eher ein reinigendes Gewitter vielleicht für uns alle ist, dass wir etwas entspannter auf die ganze Sache schauen und uns auch trauen, Dinge direkt anzusprechen, ohne uns dafür direkt einem Shitstorm aussetzen zu müssen. Ja, war ein spannendes Gespräch. Mhm. Vielen Dank, dass Sie beide heute Abend unsere Gäste gewesen sind. Herzlichen Dank. Danke.